eine Rockhymne für den gefallenen Politstar. Den Titel Smoke on the Water hatte sich Karl Theodor zu Guttenberg zu seinem Abschied als Verteidigungsminister gewünscht. Ein paar hundert Meter entfernt brandet spontaner Jubel auf. Rund 100 Schaulustige sind gekommen, um den großen Zapfenstreich zu beobachten. Zu hören ist wenig, denn aus Sicherheitsgründen wurde das Volk auf die andere Seite eines Kanals verbannt. Das regt mich auf, weil ich sehen wollte, ob hier die Doktorarbeit verbrannt wird. Dass jetzt hier noch ein Lüger und Lügner und Betrüger geehrt wird, das ist ja auch schon eine Sache für sich. Ja? Ich traue ihm schon wirklich hinterher. Aber vielleicht kommt er auch zurück. Der hat viel fürs Deutschland gemacht und deswegen hat er das auch verdient. Ja, ich fand es echt, war schön, auch das live mitzuerleben. Deutlich näher dran waren die etwa 450 geladenen Gäste, darunter auch Bundeskanzlerin Merkel. Guttenberg hatte sich vor der Zeremonie bei seinen Mitarbeitern bedankt und den großen Zapfenstreich einen Abend des schmerzlichen Abschieds genannt. Auf der anderen Seite des Zauns sorgt ein Kriegsgegner für Unfrieden. Raus aus Afghanistan! Kriegsverbrecher! Wenigstens in einer Frage sind sich die meisten hier einig. Wer hat denn jetzt Schuld am Rücktritt? Die Medien. Sind die Medien meiner Meinung nach verantwortlich. Dass es trotzdem richtig war, er hat Fehler gemacht. Diejenigen, die für ihn sind, das sind Bild-Zeitungsleser, RTL-Zuschauer, also minderwertige Menschen sozusagen, oder die Mehrheit der Bevölkerung, die noch für ihn ist oder dafür ist, dass er wiederkommt, die zählen aus der Perspektive der Journalisten nichts. Ne? Also ich finde das schon reichlich überheblich. Guttenberg will nun übrigens wieder schreiben. Keine Doktorarbeit, sondern Erinnerungen. Diesmal, kündigte Guttenberg an, sollen es seine eigenen Gedanken sein, die er zu Papier bringt.